Bam! Ciao ragazzi, wir sind wieder unterwegs in Düsseldorf mit dem Nick und heute steht einiges an. Heute wollten wir noch zu Satipi, dann wollten wir zum Fine Art. Genau. Haben wir noch was zu klären? Yes. So, dann haben wir später noch ein Treffen mit Watch Club Düsseldorf. Grüße gehen raus. Ja, einmal ein Abo dalassen. Die sind ja auch auf YouTube unterwegs und auf Instagram. Ja. Wir haben noch zu wenig Abonnenten und genau, zu wenig aktive Zuschauer. Deswegen, also, bitte unterstützt den Kanal und ja, genau, und wir melden uns gleich. Also, Matze ab! Bam. Wieder mal an bei Fine Art. Ja. Gucken wir mal, was Phase ist. Sieht doch schon mal gut aus hier. GMT, sechsstellig und fünfstellig. Batman, fünfstellige LV. Dann haben wir noch eine Purple Dial. Bicolor, fünfstellig. Dann noch eine schöne, zwei schöne Exploras und eine Milkaus. Sehr schön. Dann haben wir da hinten schöne Dayjust Modelle. Auch am Lederband, das ist sehr schön. Bicolor. Alles am Start. Dann haben wir da vorne nochmal GMT und da hinten Gelbgold. Yachtmaster 2, GMT 2, Yachtmaster 1, also die normale Yachtmaster und die Pearlmaster. Weiter geht's. Jetzt haben wir noch Panerai, Tudor, Patek, AP. Alles am Start. Bulgari. Und hier noch Cartiers. Guck mal, Chopin. Wie guckt hier? Das ist der Adlerauge. Zeig das nicht. Zeig das nicht. Das ist da die Schlange. Das. Schön die Vintage-Spuren am Start. Schöne IWC. Ja, Mann. Yacht Club 1. Chris, kannst du noch einmal da sagen? Dankeschön. 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 Guck mal hier. Was geht da? Kleiner Cartier-Flex. Steht zum Verkauf? Nein. Das ist mein privates Eigentum. Mein Herz hängt dran. Finde ich sehr geil. Ja. Sehr geil. So. Ja, krass. Die Revision. Ja. Die Revision. Und man, manchmal ist es sogar so, dass die tauschen ja die Quarzkaliber und die sind, glaube ich, noch in der Entwicklung. Genau. Für Austauschquarzkaliber, für die alten Modelle. Genau, die entwickeln jetzt ein neues Quarzkaliber. Genau, das heißt, die vertrösten einen, glaube ich. Und ja, zum Glück läuft man. Dann trägt man sie nur als Armband. Du trägst sie, wenn auch als Schmuck, ist mir egal. Ja. Sieht ja geil aus. Total. Weißt du? Ja. In der Box, ja. Ne? Und der lag so drin, ich hab gedacht, Stahl. Typbedingt, auch zu, ne? auch zu seiner eigenen Lebensrealität passt. Ne? Absolut. So, und absolut. Da hängt auch ganz viel mit Überzeugung zusammen. Und ja, und du musst wissen, was du tust. Wir machen uns jetzt vor 90%. Ich nenne sie mal Pommes-Veganer. Jo. Lassen nur das Fleisch. Hast du direkt so einen schönen Kontrast zu deiner Sub, ne? Wenn man die so nebeneinander genau hält. So, beide Plexi. Farbspiel. Ja, yeah, danke dir, das ist gut. Links oder rechts, die Entscheidung habt ihr. Das, ne? Für was kann die gehen? Ich glaube, wir haben die für 2,98 haben wir sie drin. Gib mir glatte 2, dann bin ich glücklich. Oh! Das ist mal raus okay damit. Einmal raus. Special Kanalpreis hier für okay euch. Aber muss ich erwähnen, dass vom Watch Ragazzi kommt, dass er es hier gesehen hat. Genau, dann würden wir es machen. Gerne. Okay. Das wäre die Bedingung. Das wäre die Bedingung. Chris, wir ziehen weiter. Yeah, weiter. Vielleicht sehen wir dich auch mal bei der Watch Safari. Sprich uns an, wenn du uns siehst. Und trau dich einfach, muss keine Angst haben. Nicht wie beim Konzi, ne? Überleg nicht 3 Jahre lang. Wir haben auch einen Schrank um uns herum. Wobei, wir haben auch Wartelisten. Ne? Also so ist so, was haben wir denn da? Oyster Perpetual, Dayjust Modelle mit Steinchen, Bicolor Weiß, Skydweller am Kautschuk, Explorer 2, Rosé Bicolor, Wimbledon Dial und hier nochmal Oyster Perpetuals. Ja, und die CPO-Abteilung bei Bucherer in Düsseldorf hatte mal wieder echt schöne Uhren am Start. Mich hat ja sehr die Vintage AP
getriggert. Ja, das ist schon eine Uhr, wo ich echt drüber nachdenke. Aber ihr wisst ja, momentan habe ich sehr viele Gedanken, sei es ein Aufzug Daytona oder halt jetzt in dem Fall eine AP. Ja, auch so eine Oyster Quartz ist auch immer wieder mal so ein Thema, aber dann als Daydate-Variante. Also deswegen, es bleibt spannend, wie sich meine Sammlung entwickelt. Und vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps oder Ideen, schreibt mich gerne dazu an. Einen wunderschönen guten Tag. Du konntest deinen Kunden wieder glücklich machen. Schon wieder, ja. Ich habe meine Kunde hier, die auch sehr gerne sowas mag. Zeig mal die Uhr, das ist eine IBC, ich habe ne? vorgeschlagen, ja. Top Gun. Sieht man auch nicht häufig. Und mit einer Fallstieße. Und das ist auch unsere neue Kollektion. Wir haben auch mit Kautschuk bezogen, damit das ja keine Feuchtigkeit vom Körper sorgt. Also quasi Hybrid. Ja. Und du hast hier die rote Naht, die findet natürlich sich ja dann wieder auf dem Sekundenzeiger unten. Natürlich. Sehr gut. Das war bewusst. Das war bewusst. Ja. Start. Das Essen ist gesorgt, ne? Klar. Korrekt. Ganz liebe Grüße und großen Dank geht raus an den Watch Club Düsseldorf. Hier sieht man die beiden Brüder am Start. Ja, also wirklich sympathisch, hoch 10 und vor Ort. Die Leute waren super drauf. Wir hatten tolle Gespräche. Es hat einfach richtig viel Spaß gemacht. Danke dafür. Ja, da kommt er. Bam. Aber weil eine Explorer ja nicht reicht, war ja noch die zweite. So. So macht man das, versteht ihr das? Boah. MK3, MK2 und 5512. Alles matt, alles Blacksea. Zusammengewachsen. Am Arsch und getrennt worden. Ich will mal lieber die, ist viel schöner hier. Boah, tropical. Sexy ja, Baby. Du hast halt, das Blatt war halt grau-matt. Das ist halt über die UV-Einstrahlung über die Jahre halt so in dieses. Braune. Man könnte ein bisschen auffühlen, den Bannanstoß. Genau. Und Sascha. So, und ihr seid auch siamesische Zwillinge, wenn ich das so sehe hier, ne? Und wir kannten uns vorher nicht und haben uns nicht abgesprochen. Das ist genau. Okay, krass. Also, nur mal so zur Info. Die beiden kannten sich nicht, heißen beide gleich und haben beide die gleiche Passion, die gleiche Uhr. Nur, das ist halt eine MK2. Das ist die MK2. Und das ist die MK3. Orange Hand. Wunderschöne Uhr. Echt wunderschön. Mega, ey. Geile Tube. Und was sagen Sie dazu? Kann man machen. So Leute, ihr seht schon, die Qualität lässt nach, es wird immer dunkler. Aber wir sind immer noch gut drauf und ich wollte mich bei euch verabschieden. Die Lautstärke ist immer noch sehr krass, aber es war ein mega Treffen, mega Watch Safari Event. Danke nochmal am Watch Club Düsseldorf und wir sehen uns. Tschüsseldorf. Tschüsseldorf, bis dann. Bis bald, Rian. Ciao.